Was geht YouTube und herzlich willkommen zur nächsten Episode im Road to Commander. Wir sind jetzt, glaube ich, in Folge 19, kann es sein. Ja, wir spielen mit der SWAT und mit der SWAT ist der Gegner Schachmord, sagt man ja auch immer. Okay, lustigerweise, da drüben sitzen wirklich immer Leute, aber diesmal hat mir keiner hingeschaut. Ich spiele mit der SWAT hier eine Runde TDM, weil ich leider keine anderen Modi gerade gefunden habe. Wenn ihr Herrschaft sehen wollt, könnt ihr die Folgen gestern gerne nochmal abchecken. Und ja, Freunde, Drohne Blitzschlag Orbi ist angesagt, Meltdown. Und wir haben Kugelbeste letzte Episode freigeschaltet. Endlich, Alter. Da habe ich die ganzen Jahre drauf gewartet. So, SWAT ist halt... Okay, Wanderers war da, auf jeden Fall. Ah, da ist ein Prestige Master reingejoint. Oder zwei sogar. Das Ding ist, die SWAT ist so eine Waffe. Oh nein. Na, das war gechoked. Hätte ich mit besseren Aim beide gekriegt. Das ist halt so eine Burst-Waffe, die halt aber überhaupt nicht auf M8 Level ist. Mal ein Wanderers ist drin, klar. Aber ansonsten ist die Waffe jetzt nicht so gut. Ist der da? Das wäre ein lustiger Kill gewesen. Hier ist Escalation damals von der Map gesprungen. Und dafür musste ich ihm damals so 500 Euro geben, Kappa. Das war ja das Gerücht, was dann rumging. Sehr lustig. Man muss einfach ruhig bleiben. Dann trifft man auch alles. Ist halt, wie gesagt, keine M8. Und auch nur eine 3 Burst, die M8 ist ja eine 4. Oh, Ehre genommen. So, jetzt spawnen die eh da hinten. Okay, der... Lull. Warte, dann machen wir die Schildkröten-Taktik. Und jetzt umdrehen und jetzt kriege ich ihn. Das ist ein Ehrenmann hier, der war. Bitte nicht Anton schicken, den Clip, Freunde. Digga. Der Typ wusste nicht mehr, auf wen er schießen muss. Komm her. Ich weiß du. Ja! Okay, das Aim der Burst-Waffe ist noch nicht so hundertprozentig da. Aber Freunde, ich bin ja auch kein Übermensch. Machen wir jetzt mal ekligen Trick. Nein! Nein, 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 nein. So, wir machen jetzt den letzten Kill zum Orbi, nämlich auf ganz dezente Art und Weise, Freunde. Okay. Ich dachte, da würde ich jetzt easy einen abkriegen. Jetzt habe ich FAL und Dingens, Digga. Was ein Setup. Voll schnell durch. Nein, nein, Teammate, wie er mich geblockt hat. Wie ich an ihn gesprungen bin. Oh mein Gott, nein. Der Orbi war so crispy. Oh, warte. Oh, ich dachte, der andere ist schneller. Dieser Dark Shock ist ein Splitscreen und nicht mal so schlecht. Boah, wie es geblitzt hat, habt ihr es gesehen, Leute? Holy moly. Der Typ. Ich liebe das. Das ist die beste Situation, wenn die da langlaufen. Man weiß einfach, man muss nur noch einmal abdrücken. Ja, die Lobby habe ich jetzt nicht perfekt ausgenutzt, beziehungsweise der Orbi war ganz nice und dann Aim gestruggelt. Okay, ich höre hier mindestens 12 Schockladungen im Gebäude. Ich habe Taktikmaske, glaube ich, genommen. YOLO. LOL. Ich lebe immer noch. Okay, Moment. Ja, schön noch in den großen C geschossen. Hä? Nein, du Camperschwein! Was für ein Spawn. Das nutzen wir. Du eklige Camper-Sau, Alter. Ich kann nicht. Ich hasse. Sorry. Ah, wie stehen wir denn? 18-6, Dreierquote. Bin mal gespannt, welche KD unser KD-Berechner heute in die Kommentare schreibt. Könnt ihr gerne suchen und liken den Kommentar, falls ich es nicht finde. Jetzt ist er hier campen gegangen, der Typ. Komm, wir pushen wieder rein. Attacke! Ui. Nicht, 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 nicht. Das wäre Fallschaden tot gewesen. Mann, ich struggle so mit dem Aim.
Alter, die letzten Tage hatte ich im BO2 das beste Aim meines Lebens mit der SWAT nicht. Check ich echt nicht, Mann. Diese beiden Prestige Master. Guck mal die Lobby sonst an, ey. Es gibt so komische Runden Call of Duty, wo man den ersten Orbi schafft. Und jetzt 100er Prezi. Was hat der für eine Waffe gedroppt? Gar keine. So muss es sein. Burst-Waffen sind halt auch eigentlich Waffen, wo du schön Orbi hast und dann pre-aimst und die Ehre nimmst, okay? Ah, der eine hat noch gefehlt. Mann, die Kill-Prio war auch schwierig. Okay. Wo ist der Typ? Boah, ich bin richtig am struggeln diese Runde, ey. Ich komme gar nicht klar vorne und hinten, vorne und zurück. C4 Kills habe ich irgendwie auch seit 2 Folgen nicht mehr gemacht. Mann, Digga, das ist so eine Kackrunde. Ja, Hauptsache, wir holen die jetzt wenigstens, Mann. Der andere holt mich. Oh Mann, ey. Come on jetzt. Ey, was eine Runde, ne? Whoop. Boah, 24-12. Ey, sogar dieser, dieser Dark Shock 007. Bei mir im Gunfight war er gut. Er war besser als ich, Dark Shock, der Splitscreener. Eieiei, Alter. Gerade noch so die Runde geholt. Krise. Krise, Freunde. Egal. Win is win, auch wenn es nur eine Zweierquote war. Ach so, und ich hatte nur 3er. Vielleicht habe ich deswegen manchmal Aim gechoked, weil der Aim ist so struggled dann manchmal. Oder ich bin einfach nur schlecht, kann natürlich auch sein. So, okay. Level 33 haben wir auch schon zur Hälfte. Oh, Raid hätte ich schon Bock. Haben wir noch irgendeine Waffe noch nicht gespielt? Hey. Haben wir noch irgendeine Waffe nicht gespielt bisher? PDW Raid wäre auch eine leckere Kombi. Packen wir uns hier auch mal die Kugelweste in die Klasse. Die Lobby sieht jetzt schon lecker aus. Ja, auf jeden Fall. Oh Gott. Traumi, Traumi, Traum. Komm, wollen wir mal eine safe gute Runde spielen? Dann müsste ich aber eine Dingens nehmen. Okay. Komm, wir versuchen jetzt mal Nuklear. Die Lobby sieht ganz lecker aus. Wobei ich habe mehr Bock auf Type eigentlich. Aber die ist so schnell leer. Egal, wir versuchen es. Schalldämpfer schafft. Schalldämpfer schafft. Let's go, Freunde. Auf entspannter Basis hier auf Raid. Drohne, Orbi, EMP sind am Stüssel. Die Nuklear hatte ich ja vor 2 Folgen, glaube ich. Ne? Die war eigentlich ziemlich lecker, das 41 zu 1. Ich habe natürlich Bock, das noch weiter auszubauen. Wie Häuser. Im Übrigen wird es locker Leute geben, die zu mir sagen: Marcel, du hast immer noch das gleiche Shirt an, warum nimmst du alles am selben Tag auf? Und ich muss dazu sagen: Nee, ich nehme es nicht am selben Tag auf. Ich bin einfach jemand, ich trage einfach gerne dasselbe Shirt mal so 5, 6, 7 Wochen. Ganz entspannt. So. Whoop. Also ist jetzt kein Scheiß, ich lade wirklich, ich schneide. Ich schneide. Ich nehme wirklich nicht alles am selben Tag auf. So, ich muss ich gucken, dass ich hier nicht. Na, war? Na. Nein, er hat sich da umgedreht. What the hell? What the hell? What the hell? Alter, diese ganzen Embleme, Mann. Wahrscheinlich kriegen die Videos, ich habe diesen Monat echt Minuseinnahmen. Wahrscheinlich, weil immer diese komischen Sex-Embleme hier vom YouTube-Algorithmus erkannt werden. Also die Tryhards machen mich arm, Leute. Nicht nur Lobbys klauen sie mir mittlerweile, sondern es klauen sie mir auch noch meine YouTube-Monetarisierung. Der Type struggle ich gerade schon mies.
Okay, come on. Oh mein Gott, das war big. Oh, ich liebe das. Nein, Mann! Multischänder, Digga! Okay, es ist, Nuklear ist unmöglich. Ich spiele viel zu schlecht für Nuklear. Immerhin den Jungs das C4 mal um die Ohren geworfen. Oh, Teammate ist ein Ehrenmann in die Kommentare. A very honored man. No way! Ich wusste schon, als er gesprungen ist, dass ich den nicht kriege. Weil das ist ja bei COD so, du hast ja auf die Leute, die springen, absolut kein Aim Assist, deswegen ist ja Scuff auch so effektiv. Hup. Hui, 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 hui. Boah, ich struggle zu krass mit der Type. Also heute ist eine richtige Struggle-Episode. Müssen wir die alte, die Lisa mal auspacken hier, Alter. Ja, kein C4 in der Klasse. So. Mit der Elsa aus der Hüfte, so richtig Disrespect. Mann, Butterlecker! Ist ja auch reingejoint neu? 5-9, ne. Ist auch nicht, was hier los ist. Ich wollte mich schon so heftig aufregen, weil das wäre Timing gewesen. Bin wie so ein Bot gelaufen. Ja, war klar. Digga, der Typ springt mich die ganze Zeit an. Da, 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 dann, da. Wir haben auf Level 40, kriegen wir im Übrigen die Scar. Und Level 55 halt erst die AN logischerweise, was natürlich sehr, sehr ärgerlich ist. Bei die Scar freue ich mich aber schon, glaube ich, seit Folge 1 drauf. Digga, wie nervös der Teammate geworden ist. Chill out, Dog. Komm her. Ja, wenn der mich jetzt geholt hätte, ne? An nichts mehr hätte ich geglaubt. Ui, schön, nice, Digga, der war so frech geklaut. Ja, 23,8 immerhin. Ja, ich denke mal, das ganze RTC wird am Ende auf so eine Dreierquote hinauslaufen, womit ich aber extrem zufrieden bin, weil es ist einfach. Oh, die haben Hundestaffel in Vorräten, die Ehrenmänner. Den hinteren habe ich Hauptsache geholt. Weil bei den Lobbys und so ist es schon wirklich eine Dreierquote auch schon nicht so easy. Guck mal, wie der vordere Glück hatte, Alter. Wie gut ist das denn? Ich wollte eigentlich den vorderen. Ich habe ihn so. Aber hat den richtigen getroffen, den Multischänder. Ja. 25,8 immerhin. Alter, wie schön die Lobby von den Farben her aussieht. Ein Traum. Ein waschechter Traum, Freunde. Level 33 wird gerade voll gestruggelt. Come on. Nochmal Raid. Was für eine Oldschool-Runde spielen? Wobei die beiden auch macht. So hier. So hat man MW2 gespielt, Alter. Und dann packen wir uns jetzt mal die PDW einfach ein. Just for the fun, you know what I mean? Wobei, wenn Blaze Ehren im Gegnerteam ist, dann wird es schon ein bisschen struggle, aber ist auch scheißegal eigentlich. So, haben wir noch irgendwas nicht benutzt? Die QBB LSW habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gespielt, glaube ich. Ohne Scheiß. Müsste man eigentlich auch mal spielen. Mit, ich würde sagen, schnell ziehen, schafft. Ist halt die Frage, ne? Braucht man die mit, braucht man da Schalldämpfer drauf? Was hat die für eine Iron Sight? Fragen über Fragen. Ja, die Teamaufteilung nehme ich. Einmal zum Mitnehmen, bitte, danke. Und die leckere Fleischwurst noch, Dankeschön. Let's go, okay.
Butterlecker, Multi-Shanner sind natürlich wieder im Gegnerteam. Da freue ich mich natürlich schon drauf. Aber jetzt machen wir PDW erstmal. Beim nächsten Mal machen wir dann die QWB. LSW, LSD. Bin ich übrigens rasiert? Nee. Sieht nicht gut aus, Freunde. Das sieht nicht gut aus. Da muss ich mal wieder den Rasierer schwingen, ne? Leute, ihr kennt das. So, okay. Alles klar. Da habe ich mich selbst geprankt. So. PDW, oh, mit der schönen Karo-Tarnung, aka Diamond, you know. Like diamonds in the sky. Früher, das ist wirklich jetzt hier, wenn noch Schalldämpfer auf der Waffe wäre, wäre das der typische Anfang einer BO2-Runde. Genau diesen Weg hier, den Tesco-Weg immer. Nur, dass die Waffe damals noch keinen Rückschuss hatte und jetzt muss man ja. Alter, okay, ich kann hier. Ende mich ab. Komm, scheiß drauf, ich gehe full risk. Gar keinen Bock jetzt. Ich gehe jetzt einfach voll. Guck mal, das Ding ist, die Waffe hat so einen Rückstoß. SMR, Digga. Das ist so krass, wie nutzlos die diese PDW gemacht haben. Es war halt damals so wie die Titan. Nein, 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 der Rauch, lass mich durch. Ey, ich check das nicht, Mann. Was ist denn das? Das ist echt eine komische Folge. Ich meine, ich hatte zwar den Dreierquote letzte Runde, aber das fühlt sich nicht so an. Fühlt sich an, als ob ich die ganze Zeit nur sterbe. Endlich, Mann. Der Fluch ist gebrochen, Alter. Kauft mein Merch. Ist hier noch einer? PDB hat einen geilen Sound immer noch. Früher hat man den Sound natürlich nie gehört, weil man sich nur mit Charlie gespielt hat. Also, wie ich gepfiffen habe. Gespielt hat. So. Ey, das gibt's doch nicht. Ich komme nicht in diese Runde rein, Mann. Ich habe die schlechtesten Laufwege der Welt gerade, ne? Guck mal, C4 interessiert die gar nicht. So. Feindliche was nähert sich? Nein, ich bin ein Idiot. Den muss ich kriegen, sonst bin ich down. Okay. Eins vor. Okay. Interessanter Moment, um mit dem Schießen anzufangen. Sehr interessanter Moment. Er hat so früh angefangen zu schießen, alles klar, Mann. Schon wieder? Was ist denn mit diesem Butterlecker? Hackt der? Oder hatten die Drohne? Oder Orbi oder so? Ja, ich weiß nicht mal irgendwie. Ein Tarnheli hätte ich gerade erreicht, wenn der Typ nicht irgendwie diesen komischen. So, gucken, ob er jetzt wieder schießt um die Ecke. Nee, das sah legit aus. Das sah legit aus. Da kann ich nichts gegen sagen. Ich spiele halt, mein Problem ist, ich spiele die PDW, als ob sie eine AR wäre. Und das ist sie halt nicht. Man muss sie eher so spielen wie so eine Scorpion Evo oder so. Null Sinn. Wirklich null Sinn, Alter. Ich check das nicht, Mann. Okay, Leute, lasst der Folge gerne ein Like da, würde ich mich drüber freuen. War jetzt gameplay-technisch nichts, aber egal. Jetzt sind wir wenigstens Level 33. Vielleicht nach der Runde mit dem Spielbonus. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.